So, Ladies and Gentlemen, Wesker wieder hier mit einer etwas anderen Folge. Ja, ich sag's mal, ist halt ein neues Spiel und es war Heroes and Generals. Ich hab mich ja mal nach was Neuem erkundigt. Und dann ist mir dieses Spiel hier eingefallen. Das gibt's übrigens bei Steam kostenlos, wer es nicht weiß. Und dieser Modus besagt, es gibt eine Flagge. Die muss erobert werden und gehalten werden. Und dann führt sich die jeweilige Leiste oben zu demjenigen Team, welches man angehört. Heroes and Generals, Mittelalter, beziehungsweise, nee, ich weiß nicht, auf jeden Fall Erster oder Zweiter Weltkriegsshooter, keine Ahnung. Come on, gone, M1 Garant. Ich denke mal, das ist, glaube ich, Zweiter Weltkrieg oder, nee, Erster Weltkrieg oder so. Und aua. Ich muss weg hier, weil ich wurde nämlich gerade fett gehittet. Na? Wo ist er? Ich habe ihn doch noch gerade gesehen. Wo ist denn der Böse? Ah, ich glaube, ich werde mal außenrum lang gehen. Und zwar hier lang. So. Ja, wunderbar. Vielleicht kann ich ihm ja so in den Rücken fallen. Hoffe ich mal. Weil, oder er rotzt mich natürlich instant weg. Ach, okay, genau, da ist sogar einer. Was Botting betrifft, habe ich keine Ahnung, weiß ich nicht. Kann ich noch nicht wirklich was dazu sagen, weil ich spiele das nicht wirklich zum. Ich spiele das zum ersten Mal jetzt. Also ich habe es versucht anzuspielen, aber ansonsten weiß ich absolut gar nicht über das Spiel. Gut, natürlich haben die jetzt freies Geleit. Ich weiß nicht, was mein anderes Team gerade macht. Aber ich muss auf jeden Fall mal was machen langsam hier. Er springt übrigens für seine Verhältnisse extrem hoch, kann ich nur mal so sagen. Oh, alles klar, den habe ich überhaupt nicht gesehen, geschweige denn gehört. Gut, weiß ich Bescheid. Ich muss hier spawnen und dann kann ich hier draufdrücken und dann spawne ich wieder instant. Was ist denn hier eigentlich? Zum Heilen drücken? Was? Nein. Anscheinend kann man sich hier selber unterwegs nicht heilen, habe ich das Gefühl gerade. Ey, warum schießt er denn auf mich, Alter? Alles klar. Nur mal so nebenbei. Er stand nur mit dem Kopf. Ich habe nur den Kopf gesehen. Ich habe einen Hit kassiert. Und war erstmal instant tot, wohl bemerkt. Nach dem zweiten Hit oder so. Und ich konnte nichts anderes treffen als den Kopf. Und dann wird mir angezeigt, er hätte einen Schadenspunkt kassiert. Und schon wieder ein Hit. Da frage ich mich, wie viel hält denn dieser Penner eigentlich aus? Ja gut, okay, mit so einem Visier zu spielen ist halt eine Kunst für sich. Ich kann sowas nicht wirklich. Das ist halt nicht mein Fachgebiet. Ich brauche entweder ein Rotpunktvisier oder ein anderes Visier halt. Ein Visier brauche ich immer. Ganze knicken, das ist jetzt der übelste Basecamperei hier. Hm. Sieht wohl so aus, als hätte ich das eindeutige schlechtere Team. Mit mir natürlich drinne. Und ich kann hier einfach. Was macht er denn jetzt? Was zum. Hallo? Er bewegt sich einfach. Warum? Was soll denn das? Er bewegt sich von alleine. Was zum Fick, Alter? Ich verstehe das nicht. Ich sehe nichts. Ich sehe absolut. Ich sehe zwar welche, aber ich kann sie nicht spotten, weil sie so dunkel sind. Wow. Wow, ich habe mal einen Kill gemacht. Na, kommst du raus oder? Oder ist er tot? Hm. Exzellente Frage. Ah, okay, er ist also immer noch da. Na, dann werde ich ihm mal kurz krallen, den Typen. Entschuldigung, ich weiß jetzt nicht, wie ich ihn hätte messern können. Keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin.
Ja, wie gesagt, ich habe von dem Spiel halt nicht wirklich die Peilung. Ich wollte schon sagen, das war ein Kopftreffer. Da hätte er eigentlich umfallen müssen. Oh, ich habe noch einen getötet. Nice. Geil. Wusste ich gar nicht, dass es geht. Na? Na gut, okay, die Runde werden wir aber eiskalt verlieren, weil wenn wir nicht pushen, dann können wir das halt nicht gewinnen. Das ist halt scheiße, wa? Also, versuche ich erstmal No-Scope. Au. Ja, ich bin tot. Ich komme nicht mal zur Treppe nach oben, weil, ja, man geistert ja überall rum. Also, wie gesagt, sehr, sehr gewöhnungsbedürftig, das Spiel. Ich glaube, mit dem Scope auf der Waffe würde es eventuell sogar noch ein bisschen geiler kommen. Aber man kann ja in dem Modus nicht wirklich alles haben, wa? Gut, Deutschland hat verloren. Oder, nee, Deutschland hat sogar gewonnen. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal spielen werde oder aufnehmen werde. Keine Ahnung. Liegt halt an, auch irgendwo an euch. Entweder Bewertungen da lassen oder ansonsten weiß ich nicht. Also wenn da nicht wirklich was kommt, dann ist das halt so. Dann muss ich mir was anderes überlegen. Dann kann das halt aber auch ein bisschen dauern. Ich würde dann einfach mal sagen, ach, Kampf kann ich bewerten? War ein Scheißkampf gerade. Na, sag einfach mal US-Gabe später.